Steak Sandwich mit Knusperzwiebeln. Zutaten für 4 Personen: 1 Gemüsezwiebel, 2 Hexaliter Mehl, 2 Deciliter Edelsüßpaprika, 4 Esslöffel Öl, 4 Rumpsteaks, Klammer auf 11, ca. 180 Gramm, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 4 Salatblätter, Klammer auf, zum Beispiel Eichblattsalat, Klammer zu, 1 Baguette, Klammer auf, ca. 500 Gramm, Klammer zu, 4 Esslöffel Kräuterbutter, eventuell Majoran zum Garnieren. Alufolie, 1 Zwiebel schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Mehl und Edelsüßpaprika mischen. Zwiebelstreifen darin wenden, überschüssiges Mehl abklopfen. 2 Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebelstreifen darin goldbraun braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2 Steaks trocken tupfen. 2 Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Steaks darin pro Seite 2 bis 3 Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen, in Alufolie wickeln und ca. 5 Minuten ruhen lassen. 3 Inzwischen Salatblätter waschen, Baguette in 4 Stücke schneiden, waagerecht halbieren und mit Kräuterbutter bestreichen, untere Hälften mit je ein Salatblatt und Steak belegen, Knusperzwiebeln darauf verteilen, eventuell mit Majoran garnieren, obere Brothälften darauf legen.